Not today's thing! But it's a Moto 2, a Calyx! Guten Morgen hier aus dem Circuito de Andalusia. Das ist eine extrem neue Rennstrecke, die wurde vor kurzem erst neu gebaut. Ich war selbst noch nie hier und das muss eine sehr, sehr anstrengende und sehr technische Strecke sein, die es wirklich in sich hat. Und es muss extrem schwierig sein, hier die Linie zu finden. Ich bin gespannt, denn ich war noch nicht hier und ich weiß nicht wirklich, wo es lang geht, außer hier diese Startziel, die erste Kurve, in der ich stehe und dann hier diesen Berg hoch, rechts, links Kombination und dann verschwindet die Strecke hier unten irgendwo im Tal, in den Bergen, in der Sierra Nevada und ich habe wirklich keinen Dunst, wo es lang geht. Das soll aber nicht das Problem sein, denn heute nehme ich euch mit, um euch zu zeigen, wie ich quasi da an die ganze Sache rangehe, bei einer Strecke, die ich nicht kenne und euch so ein bisschen mitnehme, was ich dazu mache, wie ich sie besser kennenlerne und wie ich die richtige Linie finde und so weiter. Ich denke, das ist extrem spannend, nicht nur für euch, sondern auch für mich, weil das an sich hier sehr neu ist. Und ich denke, kommt einfach mal mit, schauen wir uns das an. Bis gleich. Und hier ist jetzt noch eine Schleife drin, im Streckenlayout, wo man anders fahren könnte. So, ich bin heute unterwegs mit der ThyssenKrupp Yamaha R1. Quasi eine Stock Yamaha R1, aber mit ThyssenKrupp Carbonrädern von Bike Motion. Danke fürs zur Verfügung stellen. Hat echt ein cooles Design, das Bike, von der Folierung schon mal. Und ich bin mal gespannt, wie sie fährt mit diesen Carbonrädern, weil ich kenne die R1 ja gut als Stock-Version, zum Beispiel so wie diese hier oder meine R1 da hinten so wie diese hier. Aber die hat im Endeffekt nichts gemacht außer die Carbonräder und schauen wir mal, wie sich das verhält. Bin gespannt, ich habe keine Ahnung. Wir werden sehen. Der Fred höchst motiviert. Fred ist ja quasi mein treuer Begleiter hier in Spanien und der hat hier schon die Strecke so ein bisschen versucht auswendig zu lernen, oder? Ja, genau. Analysiert haben wir die Strecke und das wird sehr spaßig. Hast du analysiert? Ja, so ein bisschen. Ich muss sagen, ich habe noch gar nichts analysiert, weil ich musste erst gefahren sein. Ich muss zumindest einmal rundum gefahren sein, wenn es nur zwei Runden waren, um so ein bisschen eine Vorstellung zu haben, wie es hoch und runter und nieder geht. Weil ganz ehrlich, du siehst es auf den Videos und auf den Bildern siehst du es nicht, wie es hoch und runter geht, wenn du noch keine eigene visuelle Vorstellung hattest davon. Ja. Ja gut, der Thomas hat ja versucht, uns das eben nochmal zu erklären, aber ich glaube, man muss erst einmal rübergefahren sein, um das dann halt zu verstehen. Genau, deswegen sage ich, wir gehen es jetzt einfach mal gemütlich an. Wir fahren quasi wie auf einer Landstraße, die wir nicht kennen. Da kommt es auch nicht drauf an, ob wir jetzt auf der Linie hundertprozentig da auf Meter dran sind. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, wir fahren sicher rundum. Und wir müssen nach dem Turn zumindest wissen, okay, jetzt geht's geradeaus, jetzt kommt eine leichte Kuppe, dann geht's links und dann kommt's rechts über blind. Das sollten wir nach dem ersten Turn einfach mal Intus haben hier oben, damit wir dann anfangen können zu arbeiten. Genau. Ne? Das ist mal der Plan. Also, das denke ich. Ja, erstmal heile rundum kommen. Also, bis gleich. Okay, neue Rennstrecken zu lernen ist immer schwierig. Ich denke, es ist extrem schwierig, vor allem im Vorhinein herzugehen und sich irgendwelche Onboard-YouTube-Videos anzusehen, weil wer das schon mal gemacht hat, schreibt es in die Kommentare, der weiß, dass die Rennstrecke nie in Wirklichkeit so aussieht wie auf diesem YouTube-Video. Bis zu dem Zeitpunkt, wo du mal rundum gefahren bist und siehst, hier geht's bergab und hier geht's bergauf, die visuelle Wahrnehmung auf den Videos, wenn man die Strecke nicht kennt, ist extrem schwierig. Es fehlt einfach dieses Bergauf und Bergab. Das Feeling kommt nicht rüber. Und ich habe es auch immer versucht, die Strecken Onboard-Videos anzusehen und habe dann festgestellt, das sieht komplett anders aus. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man es gefahren hat. Und deswegen empfehle ich eigentlich nicht, die Strecken vorher per YouTube-Video anzusehen, weil es einem eigentlich nichts bringt. Man muss zumindest zwei, drei Runden einmal einfach rundum gefahren sein, um zu sehen, hier geht's bergauf, hier geht's bergab, hier geht's links, hier geht's rechts. So sieht das in Realität aus. Na gut, ja? So
So, die ersten Runden sind gefahren, eine wirklich abartige Strecke irgendwie, also absolut, ja, das war ja der Hammer. Da bekommt Motorradfahren eine komplett neue Bedeutung, weil das ist alles so blind und es sieht auch vieles total identisch aus, weil du keine Anhaltspunkte hast, das ist alles Wüste. Genau. Bremspunkte mit, nur so mit Pinol. Also Bremspunkte habe ich jetzt noch nicht einmal dran gedacht. Es geht einmal, gerade einmal darum zu wissen, wann geht es links und wann geht es rechts. Okay, und ja, also das war wirklich, wow, das ist Motorradfahren höchster Klasse. Und jetzt schauen wir uns hier am Tracksheet. Jetzt gehen wir mal ein bisschen durch, so was ich jetzt vielleicht schon so ein bisschen eruiert habe, sage ich jetzt mal. Ne? Was ich finde, den einfachsten Teil ist eigentlich Start-Ziel und dann die ersten Kurven. Da ist relativ simpel. Dann mache ich hier so die Punkte, ne? Die hast du gesehen, Fred. Ja. Und jetzt legen sie los. Das hätte ich gerne auch. Deswegen einfach mal rundum fahren, vorsichtig, so wie es wir gemacht haben, um zu sehen, ah, hier geht's runter, hier geht's rauf, das ist hier blind über die Kuppe und so. Das ist einfach schwierig und deswegen muss man da sich wirklich auch bewusst die Strecke ansehen. Und dann nach dem ersten Turn einfach versuchen, im Kopf die Strecke abzufahren. Und das ist nicht, nach dem ersten Turn ist das noch nicht so einfach. Das heißt, man muss die Strecke sehr bewusst fahren und sagen, okay, hier geht's rauf, hier geht's runter, hier kommt eine Kurve, das ist die Rechtskurve. Manche Kurven ähneln sich auch am Anfang. Ne? Das ist eine Rechtskurve, sagst du, okay, das sieht gleich aus wie da. Speziell am Andalusia ist es extrem, da sehen viele Kurven relativ gleich aus, vor allem zwei Rechtskurven. Und deswegen muss man das sehr, sehr bewusst abfahren und dann sofort nach dem ersten Turn in die Box setzen und einfach einen Stecker in die Hand nehmen und versuchen, die Strecke abzufahren. Einfach um sich zu erinnern. Und dann ist es natürlich so, dass man bestimmt nach dem ersten Turn stocken wird in irgendeiner Kurve, in den Gedanken und sagt, ach, wo ging es hier nochmal? Aber das ist gut, weil das beschleunigt die Lernphase der Rennstrecke. Pro-Tipp. Es ist ja relativ simpel, dass wir hier reinkommen, lassen wir uns hier raustragen ein bisschen, dann fangen wir wieder an zu beschleunigen. Und schauen wir, dass wir hier an dem Curb, das Schöne ist, dass hier auch die Curbs sind, ne? Da kann man relativ schön innen sein an den Curbs. Ja. Und dann kann man das Ganze hier so schön über Zug und dann hier den Berg runterfahren und wieder auf die linke Seite rüberkommen. Das ist eigentlich eine der flüssigsten Kombinationen der ganzen Rennstrecke. Ne? Und was wirklich sehr schwierig ist, ist diese Rechtskurve hier, weil die so blind ist. Genau. Und hier musst du extrem spät einlenken, dass das dann passt. Wenn du hier zu früh einlenkst, dann hast du hier ein Problem. Ja. Also hier spät einlenken, damit wir dann im Endeffekt hier wieder eine Gerade haben. Ja. Und auch hier mit diesem Knick hier zur linken Seite ranfahren. Dass wir hier so gerade wie möglich durchfahren. Das ist eigentlich so, kannst du mal kurz wieder zu mir filmen. Das ist eigentlich so mein Motto jetzt so bei so einer Strecke, die ich nicht kenne. Ich versuche von oben jetzt quasi die Geraden zu finden. So, also wenn ich ein 300 Meter langes Lineal hätte und versuche hier quasi Geraden zu ziehen. Genau. Hier eine Gerade, hier eine Gerade, hier eine Gerade. Und dann baue ich mir die Kurven drauf auf. Und wir tun jetzt noch ein bisschen üben. Und ihr könnt so gut zuschauen. Also, bis später. Danke. Speziell nach dem ersten Turn extrem hilft, oder auch nach dem zweiten, die Vogelperspektive. Die Vogelperspektive ist essentiell, um eine Strecke kennenzulernen. Denn wenn ich auf einer Strecke fahre, dann habe ich eigentlich immer die Strecke aus der Vogelperspektive im Kopf unterbewusst. Auch wenn ich drauf fahre. Das heißt, ich stelle mir quasi vor, wie, also von oben betrachtet, wie ich drauf rumfahre und weiß dann, wo ich bin, das visuelle Verständnis beziehungsweise die Orientierung zu finden. Du musst ja immer so die Richtungen ungefähr wissen. Und deswegen springen wir jetzt hier rein, schauen wir uns hier die Strecke von oben an. Zack, tschakka, tschakka, bam. Ist extrem kompliziert. Und eins der wichtigsten Dinge,
die ich immer sage, suche die Gerade. Das ist das erste Motto. Moment. Das erste Motto, was ich auf einer Strecke, die ich neu kennenlernen möchte, suche die Gerade. Nur auf der Geraden ist ein Moped schnell. Das müssen wir uns merken. Keins, auch nicht ein MotoGP-Motorrad, ist in der Kurve schnell. Die Kurve ist lediglich eine Behinderung. Das heißt, wir wollen aus dieser Rennstrecke, egal welche es ist, so viel wie möglich Geraden raussuchen. Weil nur auf den Geraden können wir einen Schieber aufmachen und schnell sein. Sprich, eine Gerade ist für mich alles, was unter 30 Grad Schräglage ist. Weil das sind Bereiche, wo ich einfach noch viel Gas geben kann, noch viel bremsen kann. Alles über 30 Grad Schräglage werden die Möglichkeiten einfach geringer. Und deswegen suche ich mir immer so viele Geraden mit einbegriffen, alles was bis 30 Grad Schräglage ist. Wohlgemerkt, wir tun die Geraden auch überstrapazieren bzw. Dementsprechend überkrass aufzeichnen, damit man es einfach in den Kopf hineinkriegt. Da muss man das einfach mal übertrieben immer sagen oder übertrieben aufzeichnen, um quasi die visuelle Vorstellung davon zu kriegen. So, und jetzt, wenn wir dahergehen und wir suchen uns jetzt da Geraden raus, dann ist es schon mal offensichtlich, dass wir hier auf der Startziel, das ist hier das Startziel, eine Gerade haben. Dann haben wir hier diese komische Gegengerade hier. Dann sehen wir hier ein bisschen eine Gerade und dann sehen wir hier so ein bisschen eine Gerade. Ja, doch, das ist auf jeden Fall eine Gerade. Aber das sind nicht alle Geraden, da sind noch viel, viel mehr Geraden drin versteckt. Und ich denke jetzt mal, jeder von uns weiß so einfache Kurven hier. Ich gehe mal jetzt einfach von der Mitte heraus und wir schauen uns jetzt die einfachen Kurven an. Einfache Kurve ist zum Beispiel das hier. Es geht in die Richtung, um es genau zu sein. Also wir kommen quasi von hier oben hier runter und die Strecke geht rechts rum. Und wenn es jetzt zum Beispiel eine einfache Kurve ist, dann ist zum Beispiel diese hier. Ne? Da ist ganz klar, da wollen wir von außen nach innen, so rein, ne? So und wieder nach außen, zack, zack, zack. So typische, nicht schön gezeichnet, Herr Meindl. Ne? So ein bisschen Mühe geben hier, zack, zack, zack. Das ist hier so eine typische einfache Kurve mit außen, innen, außen und die wird sich auch nicht ändern. Egal, ob es hier da bergab oder hier geht es auch ein bisschen bergab und ist so eine Kompression, spielt keine Rolle. Die Linie wird sich bei so einer einfachen Kurve hier nicht ändern, da wo auch vor allem eine Gerade drauf hingeht und eine kurze Gerade wieder weg, dann ist die Kurve außen, innen, außen. Das ist einmal Gesetz. So, hier, wenn ich jetzt aber hier nach oben gehe, wird es schon schwieriger, weil hier habe ich so eine komische 180-Grad-Kurve, die ganz komischen Bogen hat und die macht in Wirklichkeit auch so einen komischen Bogen. Und jetzt wird es schon schwieriger, weil dann weiß ich auch nicht ungefähr, wie ich hier fahren will. Fakt ist aber, dass ich hier diese Kurve, wo wir jetzt gerade besprochen haben, von außen nach innen nach außen anfahre oder fahre, ne? So klassisch. Deswegen muss ich jetzt unbedingt hergehen und muss mir exakt anschauen, wie ich jetzt die vorherige Kurve auf die einfache Kurve anpasse, weil ich suche mir ja meine Geraden. So, und jetzt muss ich kurz noch von hinten rumbauen, damit ich hier in der Zeichnung hinkomme. So, wir haben gesagt, außen, innen, außen. Also, damit wir hier außen ankommen, müssen wir, um so gerade wie möglich zu fahren, so einen leichten Schwungbogen, sage ich jetzt mal, einbauen. Dieser Schwungbogen, der nicht über diese 30 Grad hinaus, Schräglage, 30 Grad Schräglage hinausgeht, sondern quasi in einem gewissen Bereich bis 30 Grad drin bleibt. So, und deswegen versuche ich diesen Bogen so gerade wie nur möglich zu machen. Zack. So. Das habe ich hier nicht so schön gezeichnet. Okay, das ist besser so. Nein, manchmal so. So. So, und jetzt, wenn wir uns dieses Stück hier anschauen, sagen wir mal bis hier, dann ist das relativ gerade. Nicht komplett, aber relativ. Ich sag mal, von hier bis hier ist relativ gerade. Das heißt, hier habe ich nicht 45 Grad Schräglage, sondern hier habe ich vielleicht nur einmal, vielleicht habe ich hier noch 25, 30 Grad Schräglage. Hier bin ich dann einmal komplett aufrecht, weil ich ja quasi von rechts nach links rüber gehe. Und hier bin ich auch nicht schräg, so bin ich vielleicht maximal 10 Grad Schräglage. Das heißt, in diesem Bereich bin ich in der Lage, Vollgas zu geben.
Und jetzt versuche ich quasi diese kurze Gerade hier, die wir in so einem Schwingbogen fahren, in die Kurve hinein zu verlängern. Der Vorteil dieser Geschichte ist, dass ich die Gerade hier länger mache. Denn so eine 180-Grad-Kurve, wie wir sie hier sehen, die wäre eine irrsinnig lange Schräglage, wenn wir die im selben Radius fahren würden, wie die Strecke es vorgibt. Das heißt, es wäre ewig lang. Und jetzt, wir könnten nicht Gas geben. Und wir können nur Gas geben, wenn wir daraus eine Gerade machen, beziehungsweise wenn wir die danach folgende Gerade so lang wie nur möglich machen. Genauso ist es beim Eingang. Und der Eingang ist nichts anderes, weil hier ist auch so eine leichte Kombination, wo wir ganz gerade durchfahren können und die einzige Hürde bewegt sich eigentlich in diesem Bereich. Und das ist, wenn ich hier meine typische V-Kurve machen würde, dann würde ich sagen, okay, die Kurve hier, diese lange Rechtskurve, die wird absolut von innen angefahren, kurz überschnitten, das heißt nach außen getragen werden, ein kleines V fahren, Moped umdrehen und hier wieder so gerade wie möglich raus beschleunigen. Das ist einfach der Vorteil von so einer V-Kurve. Und wenn ich jetzt hier die Punkte übereinander lege, dann sehe ich hier ganz klar auch von hier bis hier einfach eine Gerade, weil ich kann jetzt auch im übertriebenen Sinne das bis daher machen. Und dann tue ich mir diese hier einfach ein bisschen hier rausbauen. Ja? Also ihr seht schon, was ich meine. Man muss die Rennstrecke so gerade wie möglich fahren und dann kommen erst die Kurven ins Spiel. Weil, wie schon gesagt, auf der Kurve, in der Kurve ist Moped nicht schnell, das Auto ist in der Kurve schneller, hat mehr Auflagefläche der Reifen, hat mehr Anpressdruck, mehr Downforce. Jedes Rennauto kann in der Kurve schneller fahren wie ein MotoGP-Motorrad. Man sieht das auch ganz deutlich, wer schon mal Touristenfahrten auf der Nordschleife gefahren ist, wie langsam die Mopeds gegenüber den Autos in den Kurven sind. Und deswegen müssen wir natürlich das so so gerade wie möglich bauen im Endeffekt. Die Geraden kommen zuerst und dann versuchen wir die Kurven zu adaptieren, beziehungsweise erst kommen die Geraden, dann kommen die einfachen Kurven, wie so eine Kurve zum Beispiel, oder auch die Kurve, die wäre in dem Fall ja nicht schwieriger wie die, nur ein bisschen vom Radius enger. Und die ist ja vom Radius wieder ein bisschen breiter. Also das sind so die simplen Kurven und da könnt ihr auch wirklich merken, außen, innen, außen ist hier wirklich Gesetz. Außer wir haben jetzt zum Beispiel so eine Kurve, wo wir wieder investieren müssen. Und da kann ich euch jetzt, natürlich jetzt mal alles weg, jetzt zeigen wir noch ein zweites Beispiel. Und dabei spielt es noch relativ wenig Rolle, wie es hier bergauf oder bergab geht. Das kommt ja erst viel später. Da kommt es dann gar nicht so drauf an. Wenn wir uns jetzt die Kurven hier ansehen und darauf folgen die. So, und jetzt gehen wir was drauf ein, was immer der Kompromiss ist. Und jetzt sind wir wieder bei unserer Geraden. Und so eine lange Gerade, das könnt ihr schon mal merken, diese Gerade auf der Rennstrecke ist Trumpf. Weil wenn ihr richtig viel Zeit gewinnen wollt, dann müsst ihr hier schnell sein. Und zwar spielt die Rolle, wie schnell ihr am Ende der Geraden wie lange seid. Das macht die Rundenzeit und vor allem sehr sicher. Weil jeder weiß, auf der Geraden schnell fahren ist nicht so gefährlich, wie in der Kurve schnell zu fahren. Und deswegen gehe ich jetzt noch kurz drauf ein, dass man hier einen Kompromiss machen muss und zwar in dieser Kurve investieren muss, um hier richtig gut rauszukommen. Also diese Kurve hier ist Trumpf. Und deswegen gehe ich jetzt mal nur darauf aus, was wir machen müssen, um die Kurve schnell zu fahren. Und das ist ganz einfach, wir müssen hier einigermaßen innen sein, damit wir hier einen schönen Schwung rausnehmen, um auf diese Gerade richtig gut rauszukommen, um hier Rundenzeit zu gewinnen. So, und jetzt priorisieren wir diese Kombination hier nach der letzten Rechtskurve, die auf die Startziel- oder der Gegengerade in dem Fall geht. Und haben natürlich hier jetzt ein bisschen die Arschkarte. Ne? Aber der Vorteil ist, dass das wieder so eine 180-Grad-Kurve ist, wie zuvor gesehen. Und deswegen können wir jetzt hergehen und können wirklich sagen, bewusst, okay, was machen wir jetzt da? Wir bauen wieder gerade ein. Und deswegen, muss ich mal kurz hier eine Auswahl erstellen, dass wir das jetzt gerade mal kurz angedeutet hier sehen und dann nochmal hier rausgehen. So, und dann ist klar, dann muss ich hier mich an diese Kurve anpassen und damit ich hier
in dieser Kurve hier, in dieser langen Linkskurve, ein bisschen schneller hier raufkomme, mache ich mir hier wieder eine leichte Gerade und habe hier automatisch wieder so ein kleines V hier drinnen und zack, bumm, schon haben wir wieder einen Haufen Geraden hier. Aber, wie gesagt, ich orientiere mich immer an den Geraden, um maximal Potenzial der Rennstrecke rauszufiltern, um maximal Speed mitzunehmen und dementsprechend auch die Sicherheit, weil die Sicherheit ist halt auf der Geraden um das Zehnfache höher als in der Kurve. Wir fahren so wenig wie möglich Kurve. Das sollte das Motto sein für jede Rennstrecke, die ihr besucht. Und es geht nur von der Vogelperspektive heraus. Es geht nur von oben herab. Und soll nicht von oben herab klingen, sondern im visuellen Aspekt. Und wir haben uns da relativ gut durchgeschlagen, Fred und ich. Ich war sein Coach, obwohl ich die Strecke noch nie gesehen habe. Aber ich habe da 2-3 Turns gebraucht, um die Linie zu erkennen. Und dann wusste ich, okay, wir müssen hier da sein. Und dann kommt so der Feinschliff, dass ich sage, okay, probieren wir mal einen Meter später einlenken hier, um die Gerade noch ein bisschen besser zu machen. Um noch ein bisschen besser auf die Gegengerade zum Beispiel rauszukommen. Investiere ich hier noch mal ein bisschen mehr. Wir sehen es ja an den Rundenzeiten, wir sehen es an den Onboards, an den Geschwindigkeiten, die wir jeweils wo fahren. Und es ist immer ein Invest, also eine perfekte Linie gibt es eigentlich nicht. Es ist immer ein Invest, was hier gut ist, muss hier nicht gut sein oder umgedreht. Aber wir müssen uns eben auf die Geraden spezialisieren, weil da ist unser Moped einfach schnell. So, der erste Tag ist leider schon ein bisschen so vorbei, muss man sagen. Wir haben jetzt hier noch ein bisschen die schöne Sonnenuntergangsstimmung hier im Hintergrund genutzt, um ein paar Fotos von der ThyssenKrupp R1 und von meiner R1 natürlich auch zu machen. Einfach so, um das Ganze ein bisschen festzuhalten. Und ich muss sagen, ja, die ThyssenKrupp R1, so Carbonräder, wäre für meine R1 auch schön. Muss ich schon sagen. Mal schauen, muss ich mal ein Angebot einholen, was denn die so kosten, weil ich weiß es eigentlich nicht. Was mir an der R1 eigentlich so am allergeilsten gefällt, ist schon fast die Optik, weil das haben sie echt schön foliert. Sieht irgendwie sehr elegant aus. Ja, wir sind jetzt diese Strecke und den Circuito de Almeria zusammengefahren als Iberia quasi, was sehr schwierig war. Obwohl ich den Almeria schon so gut kannte, war das dann irgendwie eine neue Strecke, weil wenn du auf einmal von der einen auf die andere Strecke fährst, das fühlt sich an, als wenn du über eine Kreuzung fahren würdest mit teilweise 150. Ich habe reflexartig nach rechts geschaut, ob einer kommt, so nach dem Motto. Hat sich irrsinnig komisch angefühlt, meine ganze Orientierung war voll beim Teufel. War echt strange, aber schaut euch den Ausblick hier an. Es ist halt echt, eine geile Nummer hier, ne? Wow. Also, sehen wir uns morgen. Ich hoffe, es hat ein bisschen geholfen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch für das Video, abonniert auch gerne den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Ich freue mich, wir sehen uns beim nächsten Video und ciao.